Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema reguläre Ausdrücke mit Regex-Crossword lernen. Reguläre Ausdrücke gehören zu den Informatikkenntnissen, denen man sich auch als einfacher Skriptschreiberling ab und an mal stellen muss. Doch allzu oft fällt das gar nicht so leicht, denn die zugrunde liegende Logik ist sehr, sehr mächtig und aufwendigere Konstrukte werden sehr schnell unübersichtlich und kompliziert. Wer ein wenig an seinen Regex-Fähigkeiten feilen möchte, der sollte sich daher zum einmal das sehr schön geschriebene Regex-Tutorial von Daniel Fett ansehen oder bei Wikipedia nachschauen und zum anderen mit Regex Crossword spielen, hier auf der Seite regexcrossword.com zu finden. Die Seite ist wie ein Kreuzworträtsel aufgebaut, bei dem es gilt, in den Schnitt Punkten das jeweils richtige Zeichen einzusetzen. Der Link ganz oben, How to Play, hilft euch beim Einstieg. Dort wird alles erklärt. Regex Crossword beginnt recht einfach mit einem Tutorial. Hier, Schritt für Schritt wird es dann schnell immer schwerer. Hier zum Beispiel ganz am Anfang A oder B, A oder Z, das Ergebnis ist gleich A oder Nummer 2 von den Zeichen A, B, C und von den Zeichen B, D und F und das Ergebnis ist gleich B. Und dann, das war das Einfachste, und dann wird es natürlich hier unten immer schwerer mit Hamlet zum Beispiel. Es ist ganz kompliziert. Das war User Paul von Screencast. Ciao und viel Glück!